Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Goofy-Streamer des Jahres ist wieder zurück. Ja? Endlich. Ich war 4 oder 5 Tage nicht live. Kann passieren, okay. Jetzt sind wir aber wieder da. Und heute haben wir sogar etwas richtig Krasses. Als einzig wahrer Goofy-Streamer des Jahres mit krummem Rücken, LEDs und Übergewicht können wir heute nur auf Apo Red reagieren. Weil er hat heute, was heißt heute, schon vor 2 Tagen. Ja, tschüss, 431.000. Apo Red hat ein Musikvideo hochgeladen. Und das nennt sich Apo Red Multimillionär Official Video produziert bei Notar. Okay. Bin ich mal gespannt drauf, Alter. 30.000 Likes, die Dislikes sehe ich nicht. Gucken wir uns mal an, was Apo Red gezaubert hat. Ja. Das kann was werden. Multimillionär hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Der Maker regt der Oberkörper wie ein Bär. Und sein Vermögen, es wird immer mehr. Er ist der allerechte Multimillionär. Er springt sogar aus dem Flugzeug. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Wer ist das? Ist das die von Bubble Monkey, Alter? Ist das diese Emilia von Bubble Monkey? Wo sind wir angekommen? Jo, Multimillionär. Er springt mit Bayern-Trikot aus dem Flugzeug. Statements, Mother. Statements, du weißt doch. Der Main Character, Oberkörper wie ein Bär. Und sein Vermögen, das wird immer mehr. Lala. Bruder, das ist einfach ein Dings, ja? Das ist einfach so eine Werbung für Krypto, Alter. Er hat einfach ein Musikvideo gedreht für diese Comedy-WhatsApp-Gruppe. Oh, der Main Character mit dem allerechten Sixpack. Davon träume ich natürlich, weil ich bin Goofy Streamer des Jahres und ich habe nur ein One-Pack. Okay, vielleicht sogar Three-Pack, wenn ich meine beiden Titten dazu zähle. Immer noch fresh, immer noch cool, immer noch Dallas Cash, Red is Chef, back on. Immer noch Cash, immer noch cool, immer noch Dallas Cash. Ist in meinen Augen ein, wie soll ich sagen, ein musikalisches Meisterwerk jetzt schon. Es ist lyrisch jetzt schon krass. Goethe ist nur deshalb gestorben. Track, baller noch Bass für meine Fam. 100k in der Prada Bag, wie gesungen wie beim Mathe-Test. Ist das Video in HD? Tschüss. Fahre Range, Farbe Black. Bruder, wurde das mit iPhone gefilmt? Ich mach mal 4K sogar weg, Alter. Bleibe Boller wie Lacassette. Rollen im Benzo und sie denkt, es wäre Batmobil. Rollen im Benzo und sie denkt, es wäre Batmobil. Ja, okay, das Batmobil sieht halt nicht aus wie eine G-Klasse in Blau, aber ja. Fahre kein Werk noch, Baby drive no Mansory. Komm aus dem Ghetto, Hamburger Brennpunkt, mache Hustler so wie Rambo, kaufe die Daytona Rainbow als Presento für Family. Warum gibt mir das leichte San Diego-Vibes? Also no disrespect an San Diego, ne? Aber so diese Betonung am Ende, Family, und so diese, ihr checkt schon. Mache kein Werk noch, Baby drive in no Mansory. Baby drive in no Mansory, okay. Komm aus dem Ghetto, Hamburger Brennpunkt, mache Hustler so wie Rambo, kaufe... Ghetto, Rambo, Ghetto, egal. Die Daytona Rainbow, als Presento für Family. Okay, einfach mit Family aufhören, den Reim stark. Song auf Dauerschleife, klar, denn ich baller nur Hits, ey. Komm in Lambo angefahren. Okay, das war cool, aber der es gefilmt hat, ist an der Stelle einfach gestorben. Ist einfach gestorben, einfach einen Zitteranfall bekommen. Achtet mal jetzt, Kameramann tot. Komm in Lambo angefahren, war... Jo, Freunde, willkommen zu einem weiteren Stream. Heute reagieren wir auf Apo... Was? Aber Bruder. Ja, egal. Aber Wagen 5 sitzen. Aura wahnsinnig brutal, deine Chick will jetzt mitgehen. Und sie fragt mich, wer ich bin. Bin der Main Character. Multimillionär. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Ey, irgendwie ballert's aber. Ey, sie hat eine schöne Stimme. Der Main Character, Oberkörper wie ein Bär. Und sein Vermögen, das wird immer mehr. Er ist der allerechte Multimillionär. Der erste Mensch, der ein Liebeslied für sich selber geschrieben hat. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Montclair. Der Main Character, Oberkörper wie ein Bär. Meint ihr, das war sein Essen? Weil irgendwie er hat das ganze Musikvideo gefilmt. Dieser Kaffee ist schon kalt geworden. Diese Croissant ist schon steinhart, wenn du das runterschmeißt. Einer stirbt davon. Oder hat er es einfach so kurz genommen? Excuse me? I'm filming a music video. Can I borrow this? I will give you in 10 minutes back. Er hat nichts davon gegessen, Bruder. Er hat einfach kurz ausgeliehen von irgendjemandem. Und sein Vermögen, das wird immer mehr. Wallah, er ist so cool. Hackes Hack, ja. Apo Red, der ein Schwar unter 1000 Kopien. Wie stelle ich mir auch dieses Musikvideo vor? Yo, Red, pack jetzt deinen linken
deine linke Hand einfach nur in deine Tasche, wir machen Zeitlupe. Das sieht sexy aus, aber lass Daumen raus. Ja, das war schon. Okay, was passiert jetzt noch? Er ist der allerechte Multimillionär. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Moclair. Warum gibt mir das den Vibe, als ob Bezge das hier am Ende gemacht hat? Bezge, ich erkenne doch deine Arbeit. Hast du das gemacht? Sei ehrlich. Hat so viel Bargeld in der Jacke von Moclair. Der Main Character Oberkörper wie ein. Das war einer zu viel, Alter. Das war für mich gerade mental einer zu viel. Operette, Walla Abidjemia. Ich sag euch ehrlich, falls GTA 6 noch nicht, also weil es nicht mal rauskommen sollte, scheiß drauf, wir haben hier den Trailer gehabt. Das ist GTA 6. Der Main Character. Warte mal kurz, was macht der hier an der Stelle? Okay, warte mal kurz, ich muss analysieren. Hier haben wir die Wüste von Colin. Okay, das steht hier jetzt alles. Nichts davon wurde angepackt. Hier, Sauce steht noch, Porridge ist schon wieder flüssig geworden, das schon Actiman ist abgelaufen einfach, dieser Bär ist schon gestorben, Croissant ist hart. Hier alles steht, ist noch alles unangepackt. Jetzt will ich sehen, was er hier macht. Er hat den Kaffee umgerührt, um ihn dann wieder normal hier hinzulegen mit Deckel drauf. Ist doch wenigstens im Video eine Sache, beiß doch wenigstens rein. Immer noch fresh. Ja, da geht der Blick auch mal nicht in die Kamera. Okay, kann passieren. Da hat er das Essen wieder und es steht immer noch alles gleich da. Es ist immer noch alles 1:1 gleich. Der Bär wurde nur gerichtet. Okay, cool. Es steht immer noch alles 1:1 da. Auch am Ende des Musikvideos. Der Bär sitzt immer noch normal. Kaffee wurde noch nicht angepackt. Dieses Croissant hat Winkel nicht einmal kurz geändert. Und hier wurde es einfach wieder zurückgegeben. Hier hat es einfach wieder mitgenommen jemand. Egal, am Ende des Tages, Actimel in einem Musikvideo habe ich auch noch nie gesehen. Fand ich aber cool, Alter. Ich sag euch ehrlich, auch wenn viele Leon Marchand, auch wenn viele ApoRed jetzt auslachen im Chat und so, ne? Ey, wir haben Content. Wir haben Content. Und das hier passt einfach perfekt zu dem, was ApoRed verkörpert. Der Main Character, der reicheste Mensch auf der Welt und der reicheste Mensch, nachdem der reicheste Mensch schon mal ApoRed war. So wie bei Mount Everest. Als man gesagt hat, Mount Everest ist der größte, dann haben die herausgefunden, dass es noch einen größeren Punkt gibt. Es ist der Main Character, Moruk. Steht hier... So, ich lasse auch meinen Kommentar natürlich wieder da. ApoRed ist der beste Tupac du Kelp, weil er hat Tupac mit dem Lied in den Arsch gebracht. Daumen nach oben. Ey, was gebe ich dem Song? Ich gebe dem Song eine knackige... Chat, was würdet ihr sagen? 12 von 10... Minus 12 von 10, okay. Tod von 10. 2, 10 von 10, 4 von 10, 6 von 10. Ich gebe dem Lied eine solide... Und damit übertreibe ich auch, denke ich, nicht. Ich gebe dem Lied eine 9,5 von 10... Aber, wenn ich die Kopfhörer aufsetze, bleibe ich auch so bei einer Tod von 10. Frankfurt Bahnhof von 10, ja. Das Geile war an dem Lied einfach, dass ich irgendwann meine Kopfhörer gestummt habe und eh nur das Lied gehört habe. Multimillionär! Egal, so. Nur das Beste an ApoRed, Alter, liebe, liebe, liebe. Und damit würde ich sagen, war's das wieder vom Goofy-Streamer des Jahres. Falls ihr mehr vom Goofy-Streamer des Jahres wollt, kommt auf Twitch, kommt auf Twitch, kommt einfach auf Twitch. Es gibt keine andere Regel. Ciao. Schwarze Orchidee.